So, jetzt machen wir zusammen das Hauptgericht, Zucchini Spaghetti mit Tomatensauce. Ich zeige euch mal die Zutaten zuerst. Zwei große Zucchini nehmen wir. Das sind dann die Nudeln sozusagen für unser Gericht. Die Zutaten sind dann für die Soße, das heißt drei Tomaten, eine Paprika, eine Handvoll getrockneter Tomaten, Salz, Pfeffer, Agavendicksaft, Olivenöl. Und die Zutaten mischen wir dann unter. Das ist einmal Bärlauch, da habe ich so kleine Büschel Bärlauch und auch Schnittlauch. Basilikum, dann eine Handvoll Champignons, das sind ungefähr 50 Gramm. Walnüsse sind ca. 100 Gramm. Genau. Und wir fangen jetzt an, die Zucchini zu Spiralen zu drehen. Also jetzt schneiden wir erstmal die Enden von den Zucchini. So. Und dann können wir so einen Spiralschneider nehmen. Da gibt es verschiedene Arten. Ich habe jetzt halt so einen trichterförmigen. Genau, man kann es auch mit einem Gemüseschäler machen, wenn man möchte, wenn man keinen Spiralschneider da hat. Genau, da gibt es jetzt auch zwei verschiedene Variationen. Einmal etwas dickere Nudeln, einmal etwas dünnere. Genau, ich nehme jetzt einfach mal diese Seite. Dann hätten wir die Zucchini rein und dann einfach drehen. Genau. Und dann sieht man schon, wie die Zucchini-Nudeln rauskommen. Ja, und das macht man einfach so lange, bis die Zucchini aufgebraucht ist. Als nächstes schneiden wir die Kräuter klein und die Champignons. Genau, danach machen wir die Walnüsse. Jetzt erstmal die Kräuter. So, als nächstes machen wir die Walnüsse klein. Ich mache das jetzt im Hochleistungsmixer mit der Pulsfunktion. Deswegen, weil wenn die mit der Soße zusammengerührt werden, dann werden die halt ganz klein gemahlen und so, wenn man das nur ein bisschen zerstückelt, dann hat man noch etwas Bissfestes in der Soße. Wenn ihr keinen Hochleistungsmixer habt, könnt ihr das dann natürlich auch mit dem Messer klein schneiden oder klein klopfen, geht auch. Genau, und jetzt tue ich das mal in den Mixer rein. Man kann natürlich auch andere Zutaten verwenden, also ich mache das jetzt halt mit Walnüssen, man kann auch andere Nüsse verwenden. Generell gibt es auch hunderte verschiedene Variationen von den Zucchini-Spaghetti. Ja, man kann auch weniger Tomaten nehmen und mehr Paprika oder andere Kräuter verwenden oder andere Öle, also es gibt da ganz viele Variationen und jetzt, genau, machen wir es halt mal so. Und dann kommen die Walnüsse mal da rein. Die werden jetzt quasi klein gemacht. Also jetzt ein paar Mal auf die Pulsfunktion. Ich glaube, das reicht sogar schon. Genau, jetzt ist es quasi, kannst du mal so in die Kamera halten, ganz klein gemacht. Also als nächstes kommt jetzt die Soße. Da schneide ich erstmal die Tomaten und die Paprika und dann kommt das zusammen mit den anderen Zutaten in den Mixer. Ihr müsst den Mixer auch vorher nicht unbedingt sauber machen, weil die Walnüsse ja eh mit der Soße vermischt werden. Genau, deswegen passt das auch so. Gut, dann schneide ich mal die Tomaten. So. Dann kommen jetzt die Zutaten in den Mixer rein. Getrockneten Tomaten. Olivenöl ca. 2 Esslöffel. Ich mache das jetzt mal so nach Gefühl. So. Dann Salz, ja, ca. 1 Teelöffel haben wir, glaube ich, gesagt. So, ein bisschen Pfeffer. Dann Agavendicksaft, aber nur so einen kleinen Schuss. Genau. Okay, und das Ganze mixen wir. So, los geht's. Übrigens, ihr könnt es auch in einem normalen Mixer machen. Ihr braucht ja jetzt keinen Hochleistungsmixer unbedingt dafür, weil da jetzt nicht so harte Lebensmittel wie Nüsse oder so drin sind. Also es sollte auch mit dem normalen Mixer ganz gut gehen.
Soße ziemlich cremig sein. Ja, kann man vielleicht mal kurz reinschauen. So sieht das aus. Genau. Und dann kann man das jetzt so über die Nudeln drüber geben. So. Ja, den Rest tun wir natürlich noch auskratzen. Nachdem wir jetzt die Soße ausgeschabt haben, tun wir noch die restlichen Zutaten dazu. Genau. Dann jetzt die Champignons. Ich tue jetzt erstmal nur so ein Teil dazu. Genau, dann haben wir jetzt die Walnüsse. Dann die Kräuter. Ein bisschen Basilikum. Genau. Das sind unsere Zucchini-Spaghetti. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann beim Zoom-Meeting.